So, direkt zurück zur Boss-Action. Ach. Ja, ihr werdet gleich sehen, wer es ist. Hui. Wo ich den das erste Mal platt gemacht habe. Beziehungsweise die. Haben sie mich ganz schön rangenommen. Es ist nämlich Hänsel und Gretel, die irgendwie zusammengeschneidert wurden. Vielleicht vom tapferen Schneiderlein? Vielleicht ist da ein Zusammenhang. Uah, wie sie abgehen. Was hat die hier? Ein Lolli? Was hat der? Ein Messer? Ich glaube ja wohl, es geht los, Leute. Und ich habe kaum Energie. Ich glaube, die schlagen zweimal und dann kann man. Nein, falsch. Auf jeden Fall, wenn die so benebelt sind. Nee, irgendwie doch nicht. Ja, Ziel kann man sich ja denken, was man machen muss. Ah, genau, wenn sie jetzt. Jetzt geht das. Und damals habe ich das mit dem Schubsen gar nicht so oft gemacht. Und dann habe ich die versucht, da so rein zu prügeln. Was natürlich nie funktioniert hat. So, das. So, jetzt darf ich die glaube ich nicht mehr berühren. Deswegen machen wir mal hier eine kleine Rutschpartie. Yeeha! Oh, ich muss mal gerade gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Okay, also. Ja. Komm, 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 komm. Ach, mir macht es ja Spaß, Leute zu verarschen. Wie lange mache ich das jetzt noch? Na gut, hör auf. So, jetzt schlagen die. Dann kommt der Wirbelsturm, diesmal ein bisschen gemerkt. So, und dann drauf. Oder kann man die vielleicht auch in die Schokolade dingsen? Ne, sieht nicht so aus. Aber jetzt hängen sie hier fest, verdammte Scheiße. Ja. Ah, okay, ich werde glaube ich doch nicht so lange für sie brauchen, oder? Uah. Nein! Uah! Blocken! Komm, hier. Das sieht gut. Nein! Ich bin so dumm! Nein, verdammt, 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 verdammt! Damn, 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 rein hier, rein hier! Rein, hab ich gesagt, hier! In den Ofen der Freude. Ui. Kotzt der? Der kotzt. Sieht ein bisschen verpixelt aus. Die Kotze. Naja. Wäre ich hier fast in mein Verderben gerannt. Na komm, komm. Oh, da war wieder dieser Combo-Dings. Ah, haben wir es geschafft. Wie lange habe ich gebraucht? 10 Minuten? 3? 3. Und hier nochmal einen schönen Kick. Werden sie nochmal reingebämst. Oh ja, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Das ist das, was ich im letzten Part, glaube ich, was erwähnt habe. Die heiße Schokolade des Todes. Aber wir finden natürlich einen Weg, denn wir sind ja die Besten. Ne? Oh, genau. Oh, wenn ich das schon sehe. Oh. Und das Lustige ist, man beeilt sich natürlich total, weil die Schokolade steigt. Nur als ich mal draufgegangen bin. Nein! Oh. Oh Gott, was mache ich denn? Die steigt halt immer nur so hoch, wie man selber gerade ist, meine ich. Ja, komm. Ich glaube, die Gegner, die können mich jetzt auch mal sowas von. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh Mann, man hängt hier wirklich an jedem Pixel, hängt man hier fest. Habe ich so das Gefühl. Na komm. Ich habe leider keine Zeit, euch zu zerschnitzen. Glaubt mir, ich würde es gern tun, aber. Oh nee, man muss nämlich. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und weiter geht's, weiter geht's. Ich hoffe, ich schaffe das noch in dem Part. Aber guckt mal, achtet mal gerade auf mein Geld, wie viel ich habe. 162.800. Mal gucken, ob das bis zum Ende des Parts noch so bleibt. Nein! Wenn man davon spricht, dann passiert's auch schon. Leute, lasst mich doch in Ruhe.
Das muss doch nicht sein. Ich meine, ich habe die Chance hier zu entkommen. Oh shit, Shaky Cam. Oh. Ach Leute, oh, was ist denn hier? Oh. Na komm. Oh, ja, 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 ja. Oh, ich hasse so Sachen, ey. Sowas wirklich, Leute. Noch. Genau, ey. Hier weiß ich mich auch noch, dass ich so oft verreckt bin. Ja, guck, man hätte nicht mal da hochgemusst, ey. Ja, super. Ich bin schon nur noch bei... Oh Gott. Ich kann... Oh. Oh, was ich am liebsten gerade hier für Wörter loslassen würde, aber... Ich will ja nicht das... Oh nee, nee, dieser Verlust vom Geld schon, ich könnte brechen. Das werde ich auch gleich. Aber ich will mein Headset nicht einsehen. Ja, lass mich doch in Ruhe! Ja, hey, 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 Maul halten, so. Ach Gott. Ich glaube, ich muss den Park gerade schon wieder beenden, weil jetzt kommt erstmal der richtige Bossgegner. So, da ist nämlich der Kessel. Wir haben ihn endlich gefunden. Und da ist die böse Hexe. Ja, total am Abspassen. Ach, ich mach den Boss auch einfach nur, soweit ich ihn krieg. Aber allein schon mal... Ich habe nur noch 66.300. Wie ging das nochmal? Ich glaube, das macht immer dreimal oder so. Oder wie war das? Oder jetzt kommt noch irgendwas anderes? Nee, muss ich ja jetzt auf die Fresse hauen? Ach, ich hau dir einfach mal auf die Fresse. Genau, dann push die hier so rum. Und dann will die nämlich... Ah, die Shockwave! Nein, jetzt... Oh, nee. Ich rutsche einfach ein bisschen. Ach, und irgendwann will die so eine Stampfattacke, so eine Arschattacke auf einen machen. Und da gibt es nämlich auch einen kleinen Trick. Habe ich irgendwie was falsch gemacht? Rennt er immer so lange hinterher? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher meiner Sache hier. Was ich hier treibe. Aber ich glaube, wenn ich stehen bleibe, kriege ich einen auf den Latz gehauen. Ach, komm. Ich glaube, ich gebe mir jetzt extra, weil sonst wird das hier, glaube ich, nicht besser werden. Ach, ich hau einfach aufs Maul, genau. Oh, was war das denn jetzt? Normalerweise... Man darf sich von den Dingern nämlich nicht treffen lassen. Genau, und jetzt macht ihr nämlich die Arschbombe. Ah, guck, das ist nämlich genau das, was ich nicht machen wollte. Jetzt muss man sie reinschubsen. Der Trick ist logischerweise, man stellt sich direkt an das Ding, wo das Feuer rauskommt, dass sie da ihre Arschbombe drauf macht. Ach, ihr versteht schon, was ich hinaus will, oder? Okay, dann würde ich sagen, bevor die mir jetzt gerade wieder auf die Fresse haut, beende ich hier den Part. Ui, das war meine Kette. Und dann geht's im nächsten Part direkt weiter mit der Psycho-Hexe. Tschüssen!